Einen schönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und damit herzlich willkommen in der neuen Handelswoche. Wie avisiert starten wir schon eine halbe Stunde eher, also jetzt ab jetzt immer um 8.30 Uhr hier an dieser Stelle die Besprechung der Live-Ideen bzw. der Live-Besprechung der Handelsideen für den entsprechenden Handelstag. Die Woche beginnt mit ordentlich Bewegung hier im DAX. Das schauen wir uns auch gleich an. Nur bevor wir das machen, auf alle Fälle eine Einladung, auch wenn Sie hier live zuschauen. Ich freue mich immer über alle Live-Zuschauer, die direkt auch hier im Chat die ein oder andere Frage posten, wie auch unser Stammzuschauer, der Ludger, hier einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie hatten ein tolles Wochenende. Ja, und damit möchte ich mich auch gleich direkt in das Webinar mit den Ideen stürzen, damit wir hier nicht zu viel Zeit mit dem Vorgeplänke verlieren. Der Risikohinweis natürlich an erster Stelle. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr eingesetztes Kapital zu verlieren. Und damit schauen wir direkt auf die Tagesnachrichten für Montag. Da gibt es um 9.55 Uhr den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe hier bei uns in Deutschland. Sie sehen es, die Prognose steht so wie auch der Wert im vorigen Monat bei 55,9. Wir werden sehen, was hier passiert. Um 16 Uhr gibt es das Pendant dazu aus den USA. Das heißt, dort heißt das ganze ISM, Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, hier auch die Vorhersage bei ungefähr 58,2, oder was heißt bei ungefähr, es sind 58,2. Es ist auch etwa auf dem Level des vorherigen Monats. Elena, einen schönen guten Morgen. Ich sehe gerade, du bist auch dazu gestoßen. Auch dir einen tollen Start in die neue Handelswoche. Dann, was gab es noch? Es gab noch einige Indizes von investing.com, die sind bereits veröffentlicht. Und dann gibt es noch um 11 Uhr die Arbeitslosenquote für den Monat Mai hier in der Eurozone. Und das sind mal so die wichtigsten Daten, die wir hier am heutigen Tage auch bekommen. Sie sehen, am Nachmittag gibt es in den USA rund um den Einkaufsmanager-Index noch einige weitere Informationen. Das ist dann sozusagen am Nachmittag hier in der Planung auch mit zu beachten, weil das kann zu Bewegungen an den Indizes führen. Und dann bitte für den US-Markt auch noch ein Hinweis oder die Dinge bitte auch im Kopf zu halten. Wir haben diese Woche den 4. Juli, das ist Nationalfeiertag in den USA. Da ist am Mittwoch der Börsenhandel in den USA geschlossen und am Dienstag ist nur ein halber Handelstag geöffnet. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Woche, eine Handelswoche vor uns, wo möglicherweise deutlich weniger Volumen am Markt auch ist. Das kann zu einem relativ ruhigen Handel führen, das kann aber auch zu deutlich größeren Ausschlägen führen, weil das kleinere Volumen einfach eine höhere Volatilität mit sich zieht. Wir werden sehen, was kommt. Wichtig ist, dass wir sowas als Händler immer mit im Hinterkopf auch haben. Und damit würde ich gerne direkt in die Handelsideen für den heutigen Tag mit starten. Die von Ihnen, die das Ganze noch nicht so oft gesehen haben, weil wir haben auch immer wieder neue Zuschauer, da möchte ich Ihnen ganz kurz auch zeigen, wo Sie diese Handelsideen auch finden. Das heißt, Sie finden sie natürlich hier auf Facebook, wenn Sie jetzt live zuschauen. Diese Ideen werde ich immer oder veröffentliche ich persönlich immer so spätestens um 8 Uhr auf dem Blog von Tickmill. Das heißt, gehen Sie einfach auf die Tickmill-Website, klicken Sie auf Blog und schon kommen Sie auf die Seite mit den entsprechenden Handelsideen. Und in den Handelsideen für heute geht es um den DAX. Wir sprechen über den US-Dollar, japanischen Yen und wir haben auf der Uhr den Euro-britischen Pfund, der am Freitag auch ein sehr, sehr interessantes Chartbild hier hinterlassen hat. Also diese Dinge gehen wir jetzt mal im Detail auch durch. Das heißt, wir schauen hier direkt in die Charts hinein und hier habe ich für Sie schon offen den DAX 30. Den haben wir auch in der großen Wochenanalyse bzw. Indexanalyse besprochen. Am Freitag habe ich hier einige Worte darüber verloren. Am Ende des Handelstages war es dann so, dass wir hier diese Umkehrkerze gesehen hatten. Dieser Kerzenkörper war zwar grün, aber wir sehen hier momentan immer wieder ein Bild, dass der Markt nach oben geht und dann komplett wieder abverkauft. Das war auch das gleiche Bild am Freitag. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Bereich des Widerstandes in diesem Markt bei ungefähr 12.320 Punkten. Das heißt, sag mal ganz grob, die psychologisch wichtige Marke von 12.300 sind hier oder
ist hier momentan ein Wert, der sehr, sehr stark auf der Oberseite als Widerstand wahrgenommen wird, weil wir sehen, der Markt traut sich wirklich nicht oben drüber. Und auf der Unterseite haben wir jetzt hier unten, wir haben das Tief hier unten bei ungefähr 12.100 Punkten. Das ist die Marke. Wird diese nach unten durchbrochen, dann haben wir hier relativ nahe auch Tagestiefs liegen, die auch angelaufen werden könnten, zum Beispiel bei 12.072 Punkten hier in diesem Bereich. Und dann gibt es immer noch, wir wissen das ja, im Börsenhandel gibt es so psychologisch wichtige Marken. Und da haben wir die 12.000 der Punktemarke und die liegt jetzt mittlerweile in greifbarer Nähe. Wie schon gesagt, am letzte Woche Donnerstag haben wir hier schon mal die 12.100 Punkte ausgetestet. Dort hat der Markt wieder nach oben rumgedreht, aber Sie sehen ja, der Handelstag war auch nicht gerade ein Tag, wo man vor Freude quasi in die Luft gesprungen ist, weil die Märkte ordentlich Plus gemacht haben. Nein, das war ein Tag, wo wir ordentlich auch im Minus geschlossen haben. Sie sehen auch, die Wochenverluste haben sich letzte Woche doch deutlich summiert und jetzt haben wir in Deutschland auch noch politische Unsicherheiten. Dann haben wir genau sowas, was wir jetzt sehen. Der Markt geht einfach nach unten und das sind jetzt die Anlaufpunkte mal auf der unteren Seite. Also, wenn der Markt Stärke finden sollte, hätten wir nach oben hin die Anlaufpunkte hier bei ungefähr 12.374. Das ist mal das Hoch vom Freitag, dieser Bereich. Wenn es dann noch deutlicher nach oben geht, sind es dann um die 12.441 noch ein Anlaufpunkt im Bereich der Tageschart in relativ, sage ich mal in Anführungsstrichen, greifbarer Nähe. Und wie schon gesagt, auf der Unterseite haben wir die Punkte deutlich näher liegen. Könnte halt dazu führen, dass der Markt hier deutlich runterläuft. Gucken wir uns das Ganze mal kurz im Stundenchart an. Da sehen wir schon, dass sich das Ganze letzte Woche schon angekündigt hat. Wir haben jetzt hier im Stundenchart, sehen Sie, einen schönen nach unten laufenden Abwärtstrend. Ich glaube, ich muss hier die Linie mal etwas dicker. Nein, hier schauen Sie, wir haben jetzt hier, das hat sich schon angekündigt, ein wenig, was hier passieren könnte. Aber wir haben jetzt hier halt einen Markt, der nach unten läuft. Hier in diesem Bereich der Spike und dann ging es hier deutlich drunter. Also das sind mal die Sachen, wo wir jetzt hier untergeordnet in der Stunde einen Abwärtstrend haben und das setzt das Ganze im großen Bild natürlich auch fort. Das ist aktuell der Stand der Dinge und Sie sehen hier unten auch diesen Unterstützungsbereich, der hat jetzt hier mal wieder auch kurz für einen Rücksetzer gesorgt. Das heißt, wenn wir das Ganze hier nach unten traden wollen, dann wäre es halt in der kleineren Zeiteinheit gut, wenn wir hier nach diesem starken Rutsch einfach mal so ein bisschen Korrektur sehen, dass wir hier etwas aus der Korrektur heraus einsteigen könnten in die Short-Richtung, um dann an dieser Stelle entsprechend ein bisschen besseres Absicherungsniveau hätten, weil wir müssten uns sonst ziemlich weit oben absichern. Wer das Kleine hier mit sehen möchte, dass hier diesen Trendverlauf entsprechend mit diesem großen Gap, man müsste sich halt, ja, wo soll man jetzt die Absicherung hinlegen aus technischen Gründen? Von der Seite her wäre jetzt hier charmant, aber wenn der ganze Markt hier runter saust, dann hätten wir halt hier oben an dieser Stelle entsprechend hier die Absicherung und dann hier unten die Trendfortsetzung. Das wäre zumindest erstmal eine Marke, mit der man arbeiten könnte. Dann müsste man das Stopplevel nicht hier in einen dieser Bereiche reinlegen. Wir werden sehen, was der Markt hier spielt. Auf alle Fälle deutlich angeschlagen und das Verkaufssignal vom Freitag ist hier auch im Markt schon bestätigt. Das sehen Sie anhand dieser starken roten Abwärtsbewegung hier in diesen Bereich hinein. Und damit gehen wir in den nächsten Markt. Und zwar schauen wir uns das Währungspaar US-Dollar japanischer Yen an. Hier im Tageschart auch mit zu sehen. Ich finde eine relativ spannende Idee im Moment. Ich nehme mal ganz kurz hier die 200er Tagesdurchschnittlinie raus, weil die brauchen wir jetzt hier nicht. Die verwirrt nur im Bild. Was haben wir hier? Wir haben einen Aufwärtstrend, der nach oben schön geschoben hat. Hier unten wurde sozusagen mal ein Bereich angetestet. Also das heißt, was heißt getestet? Der Markt ist definitiv drunter gerutscht, hat aber hier keine weiteren Verkäufe gebildet. Jetzt hat sich hier sozusagen ein Abwärtstrend gebildet gehabt, der diesen Aufwärtstrend hier gebrochen hat. Aber der ist auch schon wieder weg. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder einen neuen Aufwärtstrend. Das heißt, der Markt hat nach diesem, sag ich mal, kurzfristigen Rutsch unter diesem Punkt, unter diese Marke hier unten, was haben wir hier unten im Tief gehabt von 108,623, so rum ist es, also 108,623 war hier unten diese Linie. Das hat der Markt nicht wirklich dazu genutzt, um stark abzukaufen. Heißt, wir haben jetzt hier wieder einen schicken Aufwärtstrend. Und was haben wir hier? Wir haben hier unten erstmal das Umkehrsignal gehabt. Der ist jetzt wieder schön nach oben gelaufen. Also Sie sehen auch, wie gut die Trendtechnik funktioniert, die Markttechnik, Dow-Theorie, wie auch immer Sie das bezeichnen möchten, dass wir hier diese frühen Umkehrsignale auch mit sehen im Markt. Ich mache das mal ganz kurz mit einem Pfeil. Also hier war sozusagen die Umkehr der Nachfrage an dieser Stelle. Da hat man das gesehen, dass der Markt gedreht ist. Jetzt ist der Markt natürlich hochgelaufen bis an dieses Hoch hier oben dran.
in diesem Bereich um den Wert von knapp unter 1100, das heißt unter 111, so rum. Wir haben hier das Hoch gehabt im Bereich von 110,928, das war das Hoch. Jetzt sind wir hier schon leicht drüber gelaufen am Freitag. Und jetzt ist es halt spannend, was hier oben an dieser Stelle passiert. Wir haben gesehen, die Vortage waren immer dadurch gekennzeichnet, dass der Markt schön stark nach oben gelaufen ist und dann immer wieder so ein Stück zurückgekommen ist. Das ist schön, weil da können wir in den Korrekturen einsteigen. Wenn sich dieses Szenario jetzt fortsetzt, könnte das auch noch eine ganze Weile so weitergehen. Nächste Anlaufpunkte an der Oberseite wären dann diese Tageshochs, die wir hier haben, wenn der Markt diesen Bruch dieser Linie nachhaltig auch durchzieht. Dann wären wir halt hier oben bei 11.000, entschuldigen, bei 111,181. Das wäre dann die Kerze hier und die obere Kerze hier an diesem Bereich. Da hätten wir das Level bei 111,405, wo der Markt nach oben reinlaufen könnte. Das heißt, das Ganze schön auch von unten nach oben rausnehmen würde. Schauen wir uns das Ganze mal in der Stunde an, weil es ist einfach schön. Es ist ein Traum, dieser Markt läuft so, so wunderbar an den Trends nach oben. Schauen Sie sich das mal an. Wir haben hier schön Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Das wechselt sich so hervorragend ab und wir bekommen immer so, so tolle Umkehrsignale aus den Trends unten heraus, aus den Korrekturen. Und dieses Spiel könnten wir ja jetzt auch wieder machen. Schauen Sie, wir sind schon wieder weit korrigiert. Das heißt, wenn wir uns jetzt irgendwo in diesem Bereich mit dem Umkehrsignal einstoppen lassen für die Long-Richtung, kann man sich relativ eng am Markt absichern und dann den ganzen Spaß nach oben wegnehmen. Und wir können ja schon sehen, wenn wir in den kleinen Zeiteinheiten beispielsweise nach oben traden würden, wir könnten sehen, wie sind denn die Trendverläufe hier, die Korrektur, der Korrekturtrendverlauf in der Stunde. Hier oben wären spätestens oder sind die nächsten Käufer zu sehen, an diesem Hoch, an diesem Hoch. Hier oben geht es dann weiter. Also alles Dinge, die wir wirklich hervorragend dazu nutzen können, um in Trendrichtung zu traden. Das ist genau das, was wir entsprechend sehen wollen. Und wenn wir über diesen Bereich hier reingelaufen sind, sehen Sie, das ist auch der Bereich hier oben, gab es im Vortrend noch einen Punkt. Das heißt, der nächste Anlaufbereich liegt da nicht weit weg. Da kann Dynamik reinkommen, weil halt die Zielmarken oben hin relativ eng auch beieinander liegen. Und dann haben wir halt schon diesen Punkt, dass wir schon weiter nach oben mitlaufen können. Schauen Sie sich nur die Historie an. Also da gibt es einiges, wenn sich dieses positive Szenario fortsetzt, dass wir hier dann an diesem Punkt noch gute Kursgewinne sehen können. Und an dieser Stelle bitte ich auch nochmal mit zu bedenken, ich hatte das in einem der letzten Webinare auch schon mal angesprochen, das Thema der Korrelation zwischen dem Yen und dem US-Aktienmarkt. Man hat sehr, sehr oft das Bild, nicht immer, aber sehr, sehr oft das Bild, dass der Yen nach oben läuft, wenn die Aktienmärkte nach unten läuft. Das hat etwas mit der Historie zu tun. Das ist jetzt Geschichtsunterricht, der ist jetzt hier für die Charts nicht ganz so wichtig, nur wir sehen hier diese Korrelation. Und wenn diese Korrelation jetzt wieder gespielt wird. Die wird manchmal mehr, manchmal weniger oder gar nicht gespielt. Aber aktuell sehen wir einfach, dass wir die Schwäche im Aktienmarkt der USA in die Stärke des Yen hineinfließt. Und das sind Dinge, die sind interessant. Und wenn sowas gespielt wird und der Aktienmarkt in den USA beispielsweise weiterhin noch schwach bleibt und tiefer korrigiert sozusagen, beziehungsweise die Kursverluste weiter ausweitet, dann hätten wir natürlich die Chance, ja auch deutlich nach oben zu laufen, wenn diese Korrelation am Leben gehalten wird. Also das einfach mal so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten, weil das sind dann immer auch Argumente, die wir haben können, um sozusagen den Trade, den wir hier sehen, noch mit weiteren Argumenten für den Trade zu beleuchten bzw. zu unterfüttern. Und je mehr Argumente es für einen Trade gibt und je mehr wir sehen, dass der Markt diese Argumente auch spielt, je besser ist das in diesem Bereich immer. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt haben wir die Seite nach oben besprochen. Es kann natürlich auch dazu kommen, dass diese Bewegung hier nach oben auch mal tief korrigiert wird. Das haben wir ja hier auch gesehen. Ne? Der Markt lief hier schön nach oben und hat dann aber doch deutlich korrigiert. Hier kann es natürlich jetzt auch dazu kommen, dass der Markt an dieser Stelle entsprechend korrigiert. Deswegen habe ich hier auf der Unterseite auch mal ein paar Unterstützung mit reingelegt. Das heißt, wir haben jetzt hier, ich zoome das mal noch für Sie etwas größer, dass man es besser sehen kann. Wir haben jetzt hier natürlich die Tagestiefs nach unten hin liegen. Das heißt, wir haben das Tagestief vom Freitag, das liegt hier irgendwo um die 110,371. Dann gibt es hier in diesem Bereich das nächste Tief bei 109,996. Also das wären auf der Unterseite mal Anlaufpunkte, die man hier ohne weiteres nehmen könnte, um hier nach unten die Korrektur abzusichern. Das heißt, wenn der Markt hier rumdreht, sehen wir das auch in den kleineren Zeiteinheiten. Ich gehe mal in die 15 Minuten beispielsweise rein, dass entsprechend der Aufwärtstrend gebrochen wird. Das sehen wir hier. Das heißt, wir haben in den 15 Minuten jetzt einen Abwärtstrend. Das ist aber völlig normal, ja, weil eine Korrektur kann sich auch trendförmig gestalten. Wichtig wäre es halt, dass wir diesen Punkt hier halten. Wenn wir unter die 110 drüber laufen, wäre das ein
definitives Zeichen. Also 110,567 ist der Punkt hier unten in diesem Bereich. Wenn wir da drunter laufen, tatsächlich drunter laufen, das wäre dann ein Zeichen dafür, dass wir eine Korrektur haben, die sich auch ein Stück weit nach unten fortsetzen kann. Das heißt, wir würden jetzt, hier ist zwar die Korrektur sozusagen der Stunde, und wenn die Stunde dann sozusagen bricht, dann wäre es so, dass der Tag etwas tiefer korrigieren kann. Er könnte sozusagen bis in diesen grün markierten Bereich hier unten um die 109,355 reinlaufen. Das wäre dann ein Zeichen, dass der Markt in die Korrektur geht. Solange wie das nicht passiert, ist alles in Ordnung und wir könnten auch aus der tiefen Korrektur der Stunde in die Long-Richtung traden. Das würde dann beispielsweise in den 15 Minuten so ausschauen, dass der Markt hier nach unten läuft noch ein Stück, wie auch immer, zum Beispiel hier noch ein Stück drunter, dann entsprechend nach oben läuft, dann haben wir diesen Abwärtstrend gebrochen und im Optimalfall dann das macht. Sowas hier, dass man dann auch wieder einen Aufwärtstrend hat. Das sind die Dinge, die können hier dafür sorgen, dass die Umkehr der Nachfrage auch visuell in den kleineren Zeiteinheiten ersichtlich wird. Und damit zum nächsten Markt, und zwar den Euro-Britischen Pfund. Da ist am Freitag sehr Interessantes passiert. Und zwar haben wir da eine, ich nenne die gerne Gravestone Candle, also Grabsteinkerze. Da gibt es viele Bezeichnungen für diese Arten der Kerzen. Wichtig ist, dass man dieser Kerze die richtige Bedeutung beimisst. Das heißt, da kommt es einmal darauf an, wie die Verortung im Chartverlauf ist. Die haben wir hier in einer Bewegung gesehen, die deutlich über den Punkt hier oben gegangen ist, das heißt im großen Bild einen Aufwärtstrend gemacht hat, und dann hat das Ganze hier massiv Verkäufe gefunden. Sie sehen, wie lange der Docht hier im Markt ist, wie hoch der ist und wie diese Kerze ausschaut. Das heißt, es gab quasi kaum Veränderung zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs. Und wir haben jetzt hier wirklich einen Markt, der massiv abverkauft hat intraday. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Und dieses Zeichen von Schwäche kann, muss nicht, aber kann. Also wenn es nicht jetzt temporär nur für diesen Tag gewesen ist, weil es zum Beispiel vor dem Wochenende war, wenn sich diese Schwäche fortsetzt, dann könnte es dazu führen, dass wir hier in die Korrektur reinlaufen. Das heißt, dass wir hier sozusagen mal nach unten weglaufen. Ich habe jetzt hier wieder mal in der Stunde geguckt, weil diese Kerze hier vom Donnerstag so lang gewesen ist, dass man sich sagt, okay, ich schaue da gerne einfach mal in die untergeordneten Zeiteinheiten, wo wir hier Anlaufpunkte haben für die entsprechenden Korrekturlevels, und dann haben wir halt hier die Punkte um den Bereich von, was haben wir hier, einmal die 088,272 und dann hier aus diesem kleinen Bereich. Also das sind hauchzarte Unterstützungen, die wir hier im Bereich unten drunter hätten, wo der Markt drehen könnte, und das sind so Anlaufpunkte. Im Großen, im Tageschart sieht man das dann natürlich, wenn wir hier die Tieftagestiefs nehmen, beziehungsweise auch mal diesen Trendverlauf hier nach oben, da haben wir hier natürlich das letzte Korrekturtief. Bis dahin könnte der Markt korrigieren, ohne zum Beispiel diesen Trend hier im Tag kaputt zu machen, und das sind halt Sachen, die sehe ich jetzt hier anhand dieser Kerze, dass da die Schwäche eingesetzt hat. Wie schon gesagt, kommt die zum Tragen, dann haben wir nach unten hin doch einiges an Potenzial, was wir traden können. Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss es ja aber nicht dazu kommen, dass diese Schwäche zum Tragen kommt. Und da ist es wiederum interessant, was dann hier auf der Oberseite kommt. Das heißt, wenn dieses Level hier von 088,449 nach oben doch ordentlich durchbrochen wird, dann haben wir quasi eine kurze Korrektur des Ganzen gesehen. Anlaufpunkte an der Oberseite wären dann natürlich erstmal hier das Tageshoch vom Freitag bei 088,909, beziehungsweise Sie sehen es hier drüben, ich habe mal die einigen Hochs hier genommen, die als Anlaufpunkte dann entsprechend gelten könnten. Das sind dann hier die Hochs bei 088,963 und einen Tag früher 089,262. Das sind die Anlaufpunkte, die wir hier entsprechend auf der Oberseite im Markt haben. Wir müssen jetzt einfach nur abwarten, was der Markt hier spielt. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen im Stundenchart, da sehen wir halt beispielsweise, dass der Stundenaufwärtstrend hier erst einmal wirklich gebrochen worden. Wir haben einen sehr gut sichtbaren abwärts tendierenden Markt hier in dieser Art und Weise. Das heißt, wenn der Markt das nach unten spielt, dann setzt sich dieser Abwärtstrend natürlich fort. Ansonsten, wenn er sich nicht fortsetzt, finden wir hier wieder eine Aufwärtsbewegung, und das wäre dann das Szenario nach oben hin. Das heißt, wir hätten hier nach oben hin im Stundenchart auch schon einige Anlaufpunkte, die man hier sehen kann. Das heißt, wir haben hier an dieser Stelle, ich zeichne sie Ihnen gleich mal ein, und hier an dieser Stelle oben nach oben hin einiges da, was der Markt abliefern könnte, wo er ranlaufen könnte, und das wäre dann die Oberseite, wenn wieder Stärke in den Markt kommt und wir hier
das Plus auf der Oberseite sehen. Das heißt hier grüne Vorzeichen an den Entwicklungen. Und damit ja, bin ich für die Besprechung meiner heutigen Handelsideen soweit fertig. Ich schaue gerade nochmal in den Chat, da sehe ich jetzt keine Fragen. Das heißt an dieser Stelle wie immer ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit. Die schätze ich wirklich sehr, sehr wert, dass Sie sich die Zeit nehmen, um hier auch zuzuschauen. Es ist egal, ob live oder dann im Nachgang. Ich hoffe, die Ideen gefallen Ihnen, bringen Ihnen einige Vorteile im Trading. Morgen früh gegen 8 Uhr oder spätestens um 8 Uhr haben wir wieder den Blog live und um 8.30 Uhr besprechen wir dann an gleicher Stelle hier die Handelsideen für den Dienstag. An dieser Stelle gute Trades und bis morgen, Ihr Max Seidel.